So. Geschickter Plünderer. Er schläft im Bett. Er steht wache, er schläft im Bett. So. Reisebüro. Was wollte ich da jetzt noch letztes Mal mitnehmen? Ich hab's vergessen. Den Würfel kann ich mir sparen, weil er anscheinend nicht gefährlich ist. Was wollte ich noch mitnehmen? Oh, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mal so plündern. Was wollte ich mitnehmen? Alzheimer. 500 Alzheimer. Naja, er ist angeblich harmlos. Und er hat uns ja nichts getan, obwohl wir da rumgekramt haben. Nicht mal, solange wir ihn nicht beklauen in dem Sinne, wird es gehen. So. Schön mal alles mitnehmen. Okay, dann haben wir das erste Stockwerk schon mal komplett leer. Uff, geil, eine Weste. Was haben wir hier drin von ihm? Ich will es nur mal sehen. Nur gucken. Versteht sich. Okay. Ich sehe gerade gar nicht, wo er ist. Vielleicht ist er gerade auf der anderen Seite drüben. Ist ja gut möglich. Muss wahrscheinlich so sein. Sonst hätte er uns schon gehört. Schaufelarbeit leistet gute Arbeit, ja. Und wo? Irgendwo war ja noch alles barrikadiert. Ups. Hallo. Hallo? Tust du uns was? Nein. Kontrolliert nur die Sachen. Okay. Da oben lang, wir gucken mal. Oh, der hat Essen. Das nehmen wir mit, wir müssen. Wir haben jetzt noch mehr Mäuler zu stopfen. Der rennt einfach nur weg. Hat also keine Waffe. Versteckt sich nur vor mir. Okay. Wir müssen ihn also nicht töten.
Vogt hat einfach nur Panik vor uns. Weg. 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 So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gute Waffen und sowas halt zum Reparieren. Das ist sicher nicht verkehrt. Die Seite haben wir dann soweit durchkontrolliert eigentlich. Und wir sind fast wieder auf dem Rückweg. Ah, das lässt sich natürlich auch geil handeln, ne? Egal, wir nehmen das jetzt noch nicht mit. Der hat eh Angst vor uns, das heißt, er tut uns nichts. So, und dann gucken wir hier jetzt noch zuletzt rein. Und dann machen wir uns eigentlich schon mal auf dem Heimweg. Okay. Gut. Haben soweit alles, was wir brauchen. Und wir rennen jetzt zum Ausgang. Wir haben ihn zwar um Essen beklaut, aber ne. Wir sind jetzt 4 Mäuler. Und wir haben Verletzte zu Hause. Tag 18. Was habe ich nur getan? Ohne die Sachen, die ich genommen habe, werden sie sicher sterben. Nein, das denke ich nicht. Leben geht weiter, wir müssen ja auch ständig suchen. Und wir sind sehr hungrig, wie ihr sehen könnt. Hallo. Hallo. Wieso bewegt sich jetzt keiner mehr? Am Boden zerstört, okay. Dann sollte der hier jetzt erstmal was essen. Und dann sollten die miteinander reden vielleicht. Dann füttert er den und dann gibt er ihm am besten auch... Oh, Alkohol geht auch. Der füttert ihn jetzt am besten mal und dann sollte er mal mit ihm reden. Na komm. Redet mal. So, leicht verletzt, traurig und müde. Er ist verletzt, erholt sich traurig, okay. Ist jemand schwer verletzt? Nö. So, wir gucken mal, was wir hier noch bauen können. Haben wir noch Wasser? Wir haben noch Wasser. Okay. Nix. Haben wir schon? Tja. Okay. Nummer 2 herstellen.
Und du guck erstmal, ob du was kochen kannst. Oh ja, sehr gut. Vielleicht ist es traurig, hungrig. Okay. Holst dir mal was zu essen? Du holst dir gleich was zu essen? Wir können über die Moral eben diskutieren, wenn wir die Hölle überstanden haben. Eben, da hat er nicht Unrecht. Krieg erfordert halt einfach auch andere Reaktionen. Wichtig ist, dass die Vorräte haben, wie wir sie bekommen, ist irrelevant. Er ist leicht verletzt und hat das Gefühl, er stirbt, wenn er jetzt sich nicht verarztet. Dann soll er sich mal ausruhen, der Gute. Können Marco dafür bedanken. Mein glücklichster Moment verbinde ich mit dem Feuer. Ich war neu in unserer Mannschaft. Die Jungs haben mich veralbert und aufgezogen, doch alles nur zum Spaß und um es kurz zu machen, wir wurden wegen eines Feuers zu einem Wohnhaus gerufen. Ich hatte Glück, rettete eine junge Frau und von da an war ich akzeptiert. Und diese Frau, Alina war ihr Name, wurde bald darauf meine Frau. Okay. So. Der ist leicht verletzt. Gucken wir mal. Heute kommt keiner an die Tür. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Traurig und verletzt. Leg dich mal hin. Er ist deprimiert, spielen wir mal ein bisschen Gitarre, vielleicht geht's ihm dann besser. Weil mit ihm redet wiederum keiner. Okay, ist vielleicht sinnvoller, sich einfach mal hinzulegen. Gespräche und stimmt da oben. Was macht der da gerade? Sah so aus, als ob er sich hier gerade bewegt. Aber sah nur so aus. Okay. Wir beenden mal den Tag. Der sollte sich mal richtig ausschlafen. Der sollte Wache stehen. Wache stehen. Und der geht mal plündern. Frage ist nur, wo gehen wir plündern? Alles nicht so das Wahre gerade. Hier ist noch eine Menge Lebensmittel. Okay.
das mal mitnehmen. Moment, mein Handy klingelt. Kurz abgehauen. So, hat ein Weilchen gedauert, aber da bin ich wieder. Was wollte ich jetzt machen? Wo wollen wir denn jetzt hin? In die bombardierte Schule? Okay. Das. Und. Das hier. Ich weiß nicht, ob noch was war. Geht mal plündern. Ich habe keine Ahnung mehr, was dort war. Ich muss mal nebenbei einen Happen essen. Toastbrot. Huch, ist der verletzt? Oh. Habe ich ganz verpasst irgendwie. Das ist eine Ratte. Er ist nicht der schnellste. So viel zum schnellen Läufer. Nicht, wenn man behindert ist. Wir werden uns trotzdem so ein bisschen was mitnehmen, wenigstens. Müssen wir gucken, dass wir mit ihm rechtzeitig wieder loskommen. Damit er nicht wirklich durch den Tag hindurch muss. Jede Menge Material, die nehmen wir noch mit. Das ist prima. Ei, sieht so böse aus. Sieht schon echt übel auch so die Hintergrundgestaltung, ist echt bitter. Also ein Holzmangel sind jetzt schon mal nicht. Nicht wirklich. So, mit verletzten Beinen runterspringen, ist voll die gute Idee. Mal gleich eins tiefer. Ach, das war das, wo wir waren, ja. Wir sind verletzt, bitte tun uns nichts, wir sind verletzt. Geht immer noch. Vermutet man gar nicht, aber geht. Ein bisschen plündern. Okay. Gucken wir mal weiter, was wir noch so finden. Material ist erstmal en masse. Wenn wir das hier aufbrechen, kommen die alle. Und ich glaube, davon sind die nicht so begeistert. Oh, zwei Bücher. Das würde ich eigentlich gerne mal mitnehmen. Das würde was zum Verbrennen haben. Nur noch einen Moment, ja, verschnaufen. Was haben wir hier noch? Nichts von großem Wert. Oh, Wasser. Wasser könnten wir gebrauchen, allerdings. Immer noch mal weg. Gut. Okay. Hallo. Schlecht nicht so an. Ja, schon. Ich bin am Humpeln. Ich kann nicht anders. Habe ich jetzt eine Säge mitgenommen? Nee, ne? Das wäre auch privat. Dann kämen die ihr alle. Naja.
Dann gehen wir mal wieder hoch. Wir haben ja jetzt an sich gut mitgenommen. Tja. Weil wir weiter oben sind und die sich nicht erschrecken von unserem Gerenne. Fangen wir mal an zu rennen. Weil beeilen müssen wir uns trotzdem. Ich will nur nicht, dass die immer aggressiv werden deswegen oder so. Hä, warum geht denn der nicht hier unten durch? Wie sinnlos ist das denn? Muss ich nicht verstehen. Pavle ist zurück.